So, liebe Leute, willkommen zurück, bevor ich jetzt hier gleich weitermache. Ich dachte, bei York wäre es da vorbei, aber ich habe noch ein Szenario gefunden, was von York bis nach King's Cross geht. Sprich, das ist jetzt Teil 3, 160 Minuten lang, theoretisch. Wie ihr seht, anderes Livery. It's National Railway Museum for the years 1975 bis 2015 in LNA-Lackierung. Andere Uhrzeit, anderes Wetter und das ist ein zweiter HST, der fährt gerade weg. Es ist 12 Uhr und was ich jetzt noch machen werde, ist das hier. Ja, es ist oben ein bisschen abgeschnitten, aber jetzt habt ihr unten die Infos, ich glaube, das ist besser. Und ja, auch wenn ihr in die Kommentare vielleicht reingeschrieben habt, nein, das braucht man vielleicht nicht sehen, nachdem ich es vorproduziert habe, ist es jetzt vielleicht noch so, wenn es doof ist. Aber ja, die zukünftigen Aufnahmen richten sich dann nach dem, was ihr in die Kommentare reinschreibt. Zug ist schon aufgesetzt und wir lassen den Passagier schon einsteigen. Jetzt schauen wir doch mal, ob wir da schöne Views haben. Ansonsten wieder Armstrong Powerhouse Edition hier. Gleich wie vorher. Ja, das kennt's ja. Und ja, vielleicht glaube ich ganz interessant, dass ihr unten die Streckeninfo seht, wie schnell wir da gerade sind, etc., wann wir ankommen sollen. Ob wir pünktlich sind. Ja. Also das ist hier York. Schöne Bahnhofshalle. Und aus ganz anderes Gleis. Wir sind ja letztens da auf Plattform 5 angekommen. Wir sind da bei dem Stumpfgleis hier. Starten dann. King's Cross. Haltestellen. Sind es 8 in der Zahl. Und um 14 Uhr ist der letzte Halt. Ich sag jetzt mal 14.20 Uhr, 30 spätestens sind wir in King's Cross. Jetzt ist 12 Uhr. Also ja. Mal gucken, was uns da noch so erwartet. Ich bin wie immer erstmal wieder ruhig und dann schauen wir, dass wir da abfahren können. Also wie es aussieht, fahren wir den HST da nach, der vor uns da abgefahren ist.
Ich glaube, so passt eigentlich vom Cap View. Sieht man noch Details, Schneidmaschinen etc. Gucken. Also die perfekte Kamera habe ich jetzt noch nicht gefunden, muss am besten einstellen. Ich glaube, nachdem, weil ich erstmal kürzere Trips machen, 500 Meilen Tour, jetzt die Tour, die sind schon ziemlich heftig. Irgendwie so Regio-Dienste und Rangierfahrten, so 30, 40 Minuten. Oder mögt ihr diese Long-Distance-Runs? Ich bin mir da eben noch unsicher, wie ich mit den Kameras weitermache, ob man da zwischendrin wechseln, ob man eine Cup drin bleiben soll. Was hat euch halt am besten gefallen, ne?
Also ich meine, das ist eigentlich schon eine ganz angenehme Strecke, weil da kann man Full Speed fahren. Aber mit einer Class 91 wäre es ein bisschen angenehmer, weil wie im letzten Teil schon erwähnt, ja, weil da schon ein Tempo macht ganz fein, wenn man ein bisschen cruisen kann. Aber ja, geht schon. Class 43, also der HST ist eigentlich ganz angenehm zu fahren. Krass, dass der da 200 macht. Ich weiß gar nicht, so die Lackierung da haben. Erinnert mich ein bisschen an Virgin Trains. Gibt's ja leider auch nicht mehr. Ja, aber irgendwann mache ich mal die Sleeper-Runde in Kaledonien Sleeper. Wahrscheinlich würde ich das vielleicht als nächste Tour machen, da die Kultur von dem. Aber das ist auch wieder so eine Monster-Tour in Kaledonien Sleeper. Ist man auch gut, das ist eine echt schöne Strecke. Und auch die Wagen, was sie haben, jetzt mit den MK5s, die Schlafräume sind auch richtig toll gemacht. Wenn ich dran denke, werde ich in der Videobeschreibung einen Link von dem Rennen machen. Auf alle Fälle eine Tour, die sich lohnen wird und dass man dann schön Urlaub kombiniert. So, sind wir da auch gleich mal da. 4,5 Meilen. Aber wir sind nicht pünktlich, das freut mich schon mal nicht. Ich glaube, da muss ich ein bisschen schärfer reinfahren, damit wir da pünktlich sind. Und auf alle Fälle den Tick haben. Das will ich abgeschlossen haben.
Das wird sehr knapp, dass wir da pünktlich ankommen. Das glaube ich schaffen wir nicht. Und so schnell noch dazu. Ja, tut mir leid, das hat mich gerade ein bisschen gestresst, dass wir pünktlich sind. Aber eigentlich heißt Safety First. Ah, da wird es jetzt richtig schön nach Bremsen stinken in dem Wagen. Jetzt hätten wir da sein sollen. Wir stehen bleiben müssen, dass wir den Tick kriegen. Railworks hat ja nur diese Minutentoleranz da. Und ab in die Eisen. Nicht genau angehalten. Aber ich will das Szenario abgeschlossen haben. Ja, ein bisschen zu spät, eine ganze Minute. Müssen wir im nächsten Teil ein bisschen Gas geben. Keine Ahnung, wir könnten ein bisschen eine Challenge draus machen. Schaut, wann ich pünktlich bin und wann nicht. Und wie viele Fehler ich mache beim Anhalten. Und ich weiß, DA, GSM und so weiter soll ich alles nutzen. Das mache ich jetzt aber mit Red Driver nicht. Das ist so angenehmer zum Fahren. Aber ich werde auf alle Fälle meine Tour machen mit allem. Versprochen. Oder jetzt wiegt mich dazu, keine Ahnung. So, dann Käste. Ich muss echt mal nach England. Aber auch mal ein Gleis. Insgesamt, oh, da hat es doch ein paar Gleise hier, ne? Schauen wir mal nach hinten. Da hat es noch ein paar Kopfgleise. Ach ja, ist ja nicht schön. Ich liebe den Zug einfach. Meine Button habe ich noch nicht ganz. Oh, ist eine interessante Ansicht. Ich glaube, die lasse ich mal drin. Schalte aber mal um auf Free Roam. Ich glaube, das müsste jetzt. Nein, ist nicht Free Roam. Jetzt bist du Free Roam sein. Ja, wunderbar. Mit der Hotkeys bin ich noch nicht so ganz drin beim Rail Driver. Aber das könnte jetzt, weil hier ein Zug kommt, interessant werden, wenn wir dann hier wieder rausfahren. Ja, für Nicht-Rail-Fans, glaube ich, ist das ziemlich langweilig, aber für Fans wie mich, glaube ich, ist es schon interessant zum Zugucken. Ich würde vermutlich trotzdem irgendwas nebenbei machen, wenn ich mir das jetzt anschauen würde. Oder selber fahren. Ich habe das gerne so als Begleitung.
Also mit der Doppelhupe muss ich mir was einfallen lassen, weil das funktioniert mit dem Raildriver echt nicht so geil. Also ich wiederhole es gerne nochmal. Wer es noch nicht hat, holt sich den Raildriver. Es ist einfach so viel geiler zu fahren. Ich meine, es ist zwar das amerikanische Layout von die GEs drüben, aber es lässt sich auch so ganz gut fahren. Ich muss mal gucken, wie das mit den Dampfloks ist. Ich passe einfach wenigstens. Jetzt vermutlich schon irgendwie machbar. Aber ich meine, jetzt so wie die Class von die Fühlen, die geht noch ganz gut zum Steuern. Ich werde mal irgendwie ein Video machen, wie es aussieht, wenn man steuert. Bremskontrollen sind ja die gleichen. Bis auf das, dass ich keine Lokbremse habe, haben wir nur die Zugbremse hier. Aber ja, es ist schon einfach viel geiler, wenn du einen Hebel hast, den du halt hin und her drücken kannst, als wie auf der Tastatur.
Also ich muss schon sagen, die Timetable ist ziemlich eng. Jetzt auch dem jetzt sind wir schon wieder ein bisschen zu spät. Boah, wer auch immer das gemacht hat, ich meine, wie aggressiv musst du da fahren? Explosiv bremsen, ey. Ich würde von mir schon behaupten, dass ich halbwegs normal fahre. Boah. Eine Minute, zwei wäre schon ganz angenehm gewesen. Also ich weiß nicht, für die Geschwindigkeit, was wir unterwegs sind, sind diese Geschwindigkeit, also diese Hubtafeln, viel zu spät. Weil derjenige, der es hört, der dreht sich um und dann ist der Zug de facto schon da.
Könnte besser sein. Aber es sind nicht on time. Müssen wir jetzt schnell stehen bleiben. Sonst kriegen wir den Tick nicht. Ich würde eigentlich gern sanfter stehen bleiben. ...37, 43, 36, 50 sollte man da sein. Ich würde gern sanfter fahren. Aber die Ticks haben wir drin. Also ich muss wirklich abschließen, weil die Tour ist dafür einfach viel zu lang. Ja, Bremsen kann man lösen, hier ist gerade. Doof. Naja, werden wir schon hinkriegen. Das ist gerade echt eine Challenge, da wirklich die Tour durchzumachen. Dass ich auch das Szenario abschließen kann. Ist halt einfach nicht sauber kalten, aber ist ja da schon wieder keine Haltetafeln da, ne? Heißt es dann eigentlich, wenn nichts da ist, dass ich dann bis noch ganz davor fahren muss? Eigentlich schon, oder? Was meinst du? Also glaub. Also ganz erkennen bin ich jetzt dann auch nicht. Also was das Kenner, also der Superprofi, wenn es um solche Detailfragen geht. Aber ich hätte gesagt, man muss da bis vorn zur Kante hier da hochfahren. Naja. Tja dann. Oh, da fehlt was. Fahren wir mal aggressiver. Bis dann er das so will. Find's doof, oder? Das ist auch nicht. Jetzt hat der Stecke hier. Vollgas. Na, haben wir aber kein Wieschen. Was ist? Haben wir eher, wenn es nass ist, wie beim letzten Teil. Wieder eine Class 91. Bin ich jetzt auch nicht so unhübsch. Ist ja wirklich angenehm zu fahren. Oh. Overspeed. Da passt man einmal nicht auf. Und Gas geben.
tun hat. Selten gesehen. Ich glaube, dieses Mal könnte man es mal wirklich on time schaffen. Ich darf mich echt nicht verbremsen. Euch eigentlich aus mit Doctor Who? Seid ihr Doctor Who-Fans? Und wenn ja, auch von der Classic Series, also von 1963 bis was ging es? 1990, glaube ich. Oder nur von den neuen Teilen? Das sind also, momentan mache ich gerade so einen Watch-Marathon und schaue mir einfach die alten an. Und wenn ich da durch bin, will ich die neuen nochmal durch angucken. Das sind sehr viele Episoden. Aber ja, so also ab und zu gucke ich mir ein, zwei an. Gib mir das mal. Die komplette Doctor Who-Serie.
Ja, und somit haben wir den allerersten Overrun hier. Sind wir bei B4. Ah. Das stresst mich mit dem Temptable, aber wir sind zumindest on time ankommen. Halbwegs. Ja, tut mir leid für den Overrun. Ah. Schade über mich. Was ich lieber an sie abgefallen habe, nachdem ich so in die Eisen gegangen bin. Nicht also viel so für die harten Bremserinnen. Mal schauen, wie das am besten ist mit dem. Entschuldigung. Ja, ein bisschen müde. Es ist 21 Uhr gerade am Sonntag. Also dürft ihr gerne mal die Driving Skills benoten, also von 1 das Beste, 6 das Schlechteste, würde ich sagen, das ist jetzt eine, von mir aus gesehen, eine 3+ bis jetzt. Das geht auf alle Fälle besser, da waren die 500 Mile Tour besser und die anderen Parts, oder EST Tour, ECML Tour, Entschuldigung. Mal gucken, ob die nächsten Stops besser werden. Nächster Halt, Grantham Plattform 1 um 13:04 in 13 Meilen. Schauen wir mal, ob wir es on time schaffen. Bis jetzt haben wir doch überall einen Tick gekriegt. Sehr gut.
habe jetzt gerade mal so überlegt, ich meine, das mache ich dann ohne den Rail Driver, aber so eine Tour mit der Flying Scotsman wäre doch eigentlich auch mal was Geiles, oder? Und dann machen wir eine Dampflok, das wäre dann die erste. Aber ich weiß doch nicht wo. Aber ansonsten, ne, wenn ihr Ideen habt, ey, aber mach mal die Tour und die Tour mit der Lok, mache ich das natürlich sehr gerne. Aber Flying Scotsman kommt mir jetzt kurz im Kopf. Ich glaube auch, von der Flying Scotsman gibt es keine Advanced Version. Nur bei Just Trains gucken, also eventuell eine Class A1 oder A3. Aber Flying Scotsman ist original. Ich meine, das Original von DuckTale Games ist ja schon recht alt, aber es schön funktioniert. Ha, müssen wir mal gucken. Also eine Dampflok-Tour, das wäre schon. Wir könnten auch die komplette Portroute abfahren, das ist auch eine recht lange Strecke, aber wunderschön. Also auch im Race-Simulator, im Echt gibt es ja leider so nicht mehr, zumindest nicht im Ganzen. Und wir können es umbremsen. Und warum reagiert er schon wieder nicht? Ja, weil ich wieder Fokus verloren habe. Also Mikrofon aktivieren, muss ich jedes Mal woanders hinklicken. Ich hab's nicht durchgehen dann. Und dann verliere ich den Fokus und dann funktionieren die Controls nicht. Ja, da war ein Bug. 15 km/h. Ja, nee. Ja, Mein Wunsch ist, dass ich halt mehr Quatsch. Ich weiß nicht, ich mach das halt nicht so gerne. Ich genieße halt gern. Also beim Livestream dann auf alle Fälle natürlich mehr. Schon wieder 15 hier. Warum nicht wegen der Weiche da? Boah. Ich gucke mir den Zug halt gern an, ich fahre es gern. Und ja. Ich schaue mir dann auch immer wieder gern mal so Eisenbahn-Dokus an. Oder wenn jemand mit einer Eisenbahn quer auf die Welt geht, fahre ich mir meistens den mal an. Und fahre da zusammen halt den Zug, den ich halt jetzt gerade fahre. Habe ich gerne als Begleitung. Vielleicht ist ja das auch eine Begleitung, während ihr gerade irgendwas anderes anschaut oder selber fährt. Wir könnten eigentlich wie über so eine Community-Ding machen, dass wir gemeinsam die Strecke abfahren. Mal schauen, wer am blödesten ist. Keine Ahnung. Wie man so machen könnte. Ich könnte auch mal Train Sim World 2 spielen. Aber von dem Spiel bin ich halt nicht so überzeugt, weil da gibt es einfach nicht so viele geile Mods. Und naja. Bin ein bisschen enttäuscht. Mein typisch Duffel Games. Multiplayer war nicht. Ist nicht offen für die Mods. So wie Train Simulator 2021. Ich weiß nicht, was aus TSW 2 wird. Ich meine, es sieht echt schön aus, keine Frage. Aber kann mit TS 2021 echt nicht mithalten. Einfach ein bisschen die Geldmacherei, finde ich. Aber wie ist eure Meinung zu TSW 2? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Scheiße, das war zu spät. Fuck, das wird ein knallharter Overrun. Oh fuck, 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 oh fuck. Bitte bleib stehen. Overall Performance, die war zuerst bei 3+. Ja, jetzt wird's eine 4-. Scheiße. Sag mal, warum bin ich eigentlich heute so schlecht in der Performance drin? Das ist echt nicht mein Abend heute. Oh ja, ich sehe schon. Ich werde dann auf YouTube geköpft für das. Ich muss das eigentlich zurücksetzen.
Aber damit das Szenario noch krieg, werde ich das jetzt erstmal nicht machen. Tut mir echt leid. Na, das darf eigentlich nicht sein. Und ja, es gibt garantiert jetzt Leute, die sagen, das ist jetzt gefailed, weil eben, ich müsste zurücksetzen. Und dann war natürlich sowieso nicht mehr on time. Ich kann gute Performance. Ich weiß nicht, man kann auch wie eine Regel machen. Könntest du eigentlich darüber abstimmen, ob wir eine Regel machen, dass, wenn ich so krass übersetze, dass ich dann halt wirklich zurücksetzen muss, das muss halt halbwegs realistisch machen. Und wenn es dann auch gefällt ist, dann ist es halt gefällt. Dann muss es halt irgendwann nochmal machen. Ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht so doof. Ist auch eine gewisse Challenge dann. Mal sagen, okay, muss bis dann halt schon richtig fahren. Aber da habe ich mich jetzt echt stark verbremst. Ich wollte einfach unbedingt on time sein, aber das. Ah, naja. Kann ja ausreden. Das ist einfach verpatzt. Also drei Stops haben wir noch, Peterborough, Divinage und King's Cross. Jetzt nehmen wir noch 100 Meilen. Ich hoffe, ich mache es da echt besser. Ich glaube, ich sollte weniger nach dem Tick gehen, sondern halt wirklich versuchen, halbwegs normal anzuhalten. So wie es realistisch ist und ja, wie vorher besprochen. Wenn es fade ist, ist halt fade.
Ich habe ja so eine, also ich habe zwei 360 Kameras und ich mache ja eigentlich ganz so 360 Videos ab und zu mal. Wenn ihr mal vorbeischauen wollt, bei dem Physik-Studio ist ja mein Hauptkanal. Wenn ich nach England gehe, werde ich auf alle Fälle da Aufnahmen machen. Und irgendwann nehme ich mir vor, dass ich die ganze Strecke auch mein echt abfahre. In einem Videoblog dokumentiere. Das werde ich auf jeden Fall machen. Weil virtuell ist ja eine Sache, aber ich will es unbedingt auch in echt erleben. Ich bin einfach totaler Fan von den British Railways. Egal von welchem Bereich. Ah, die ganzen Heritage Railways. Ich habe mich mal gern da einen Engländer mit da rumreisen und das alles miterleben. Und die nächsten Reiseziele gehen auf alle Fälle hin. Neben Südafrika. Südafrika ist auch nur so ein Hauptziel. Es ist Pflicht jedes Jahr. Aber England kommt gleich danach. Wie ist es bei euch? Habt ihr so ein Lieblingsland, wenn es um die Eisenbahn geht? Was gefällt euch da so am besten? Und welche Loktyp, Strecke etc. Hat jetzt gar nicht sowas mit dem Simulator zu sein, einfach ganz allgemein. Würde ich auch gerne mal wissen. Ich glaube, ich sollte mehr Livestreams machen, weil da kann man das halt noch direkt live machen, ne? Ist ja schon eine Strecke mitten durchs Nirgendwo, ne? Warum blinkt das Signal und ich krieg keine Warning? Ist schon das zweite. Hatte das schon mal. Hat einfach blinkt ohne Grund. Schon wieder. Ich habe diese echten Streckenpark hier.
da ist mir das Signal schon ein bisschen schade, dass sie da eine Fehlfunktion haben. Wir sollten meines Wissens nicht einfach so blinken. Also mit auf den Abschnitt so halt nicht. Aber ja, geht schlimmer, als ansonsten ist die Strecke ja komplett. Die Merch-Version geht zum Ende komplett. Gibt's übrigens bei Ian Thompson, wer es noch nicht hat, jetzt das Merch-Tool. Und dann könnt ihr euch die komplette E-Mail zusammenstellen lassen. Inklusive ein paar Szenarios. Generell die Ian Thompson-Szenarios, also was es da gibt, sind eigentlich schon ganz cool. Als nächstes würde ich gerne nochmal die Class 411 fahren. Die hat ja Absolute Powers vor kurzem wieder rausgebracht. Aber eine ist echt schwer zu fahren. Also, puh, ist eine Challenge. Aber will ich auf alle Fälle nochmal machen. Und ich liebe die alten E-Bus, auch die 421er und 420. Schön. Wäre dann eigentlich auch wieder was für kleinere Szenarios, weil ich meine, das sind ja Local Services oder Regio Services. Zum Beispiel auch die Gatwick Express, den alten Ticket Power Fahrt, den mache ich auch. Der Class 73. Oh, Peterborough. Ich glaube, jetzt sollte ich mich konzentrieren. So viel zum abgelenkt sein. Das wird der nächste Overrun. Und ich glaube, den mache ich nicht mehr. Fuck. Lass mich raten. Rotsignal. Ja, fuck. Das ist gefailed. Yo, mal wieder gefehlt. Nice. Fuck. Und ein Shit Overrun drin. Scheiße. Ah. Ich weiß echt nicht, was mit mir los ist. Es ist... Oh je. Yeah. Also jetzt wird's eine 6. Ohne Benoto. Ach du Shit. Ich hab echt übersehen, dass Peterborough schon in der Nähe ist. Puh. Naja, aber ich will es authentisch lassen. Und daher es auch so hochladen, wie es passiert ist. Und eventuell machen wir mal einen Rerun davon. Aber. Für den Dreiteiler, wo wir jetzt mittlerweile sind, das ist drin. Und dann dürft ihr gerne über mich fluchen, weil das war echt furchtbar. Und das Szenario bin ich ja schon mal gefahren. Ich weiß, dass davor gleich ein Service kommen wird, der die Strecke vor uns kreuzen wird. Auf dem warten wir ab und dann fahren wir ab. Aber ja, das Szenario ist auf jeden Fall gefailed. Ich krieg zwar vielleicht den Tick, weil ich gerade noch da bin, aber es ist gefailed. Ich habe ein rotes Signal überfahren und der zweite Overrun. Ich meine, schaut euch das mal an. Was ist der Hotkey für Free Roam? Was ist das? Ja. Ja,
Wir sind da definitiv drüber gefahren. Signal wäre hier gewesen. Eigentlich. Ich glaube, hier fehlt was. Also, also entweder da fehlt was. Und wenn nicht, dann hätten wir einfach wirklich hier stehen müssen. Dann wären es halt 1, 2, 3, 4 Wagen. 5 mit der Lok. Oh Mann. Na gut, ab in die Cap. Oh Mann. Das wird Hate einbringen, die Folge. Oh je. Also nur, dass ihr euch nicht wundert, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, ob der Service da vorne kommt. Weil ich weiß, dass er da vorne unsere Strecke kreuzen wird. Wird deswegen ein rotes Signal haben. Ich hoffe, ihr habt das Szenario jetzt nicht gut gemacht. Sehen noch nicht. Da seht ihr es, wir gehen genau bis daher. Weil er eigentlich da runterfahren will. Bin ich auch so ein Held, ne? Zeig's mit der Maus. Ich weiß ganz genau, die Maus wird nicht aufzeichnet. Ja, ne, ich fahr jetzt garantiert nicht ab. Weil eben der Service da kommen sollte. Ach, da ist er ja. Ja, dann warten wir doch mal auf den.
Okay, Ghost Train. Sag mal, wie genau fährt der hier? Weil da hat's kein Third Rail. Nur mal so gefragt. So, warte mal. Da hätte ich Strom abnehmen, aber das sind nicht oben. Okay, Fahrstraße gelegt. Kurz nachgucken, bevor ich losfahre. Jo. Gut, dann können wir losfahren. Ja, tut mir leid nochmal, ne? War das mal wieder kleiner hier? Realismus ist jetzt halt natürlich für den Arsch. So. Hätte es jetzt halt irgendwie melden müssen. Und der sagt mir, jetzt kann ich nicht mehr da fahren. Und wenn ich dann ankomme, gibt es einen schönen Anschiss für das, was ich da verbraziert habe. Bui. Also auf die Folge bin ich echt nicht stolz.
Tja, 38 Mal bis Terminal Plattform 2. Britisch noch on time, aber eigentlich zählt das nicht mehr. Nachdem ich da zwei Overruns hatte und ein rotes Signal. Es wird echt schlecht. Ah Mann, Schande über mich. Ich bin wenigstens stolz, dass ich die 500-Meilen-Tour halbwegs fehlerfrei gemacht habe. Ich bin jetzt auch nicht der Fahrer, der auf Superrealismus aus ist, also schon gern, ab und zu mache ich es, aber nicht durchgehen, und ein bisschen Spaß am Fahren haben. Und ja, muss euch auch gefallen, das ist ja ganz genau nicht. Ich meine, da zum Beispiel das die DRR muss ich bei jedem Halter nicht anmachen. Und das GSMR muss ich auch jedes Mal anmachen, konfigurieren, da geht es noch nicht mal, weil es schon implementiert ist. Es gibt noch ein Plugin, wo ich das nutzen kann. Das werde ich auf alle Fälle nochmal nutzen. Ja, oder mit mir. Was kommt uns da entgegen? Aber ja, es ist immer ein bisschen mehr Spaß fahren, Strecken genießen. Ab und zu mal ein bisschen quatschen. Ich versuche schon halbwegs realistisch zu machen. Aber das da, der Teil hier, das ist auf jeden Fall, also auch für mich gefällt. Das hätte nicht passieren dürfen.
da waren die Stromabnehmer auch wieder nicht oben. Also ich glaube, den Raildriver muss ich echt mal restaurieren bei die Hupe da. Ja, siehst du, geht schon wieder nicht. Die geht irgendwie nur sporadisch und da muss man echt fest drücken. Ne, das will nicht. Aber die hier geht fast immer. Ich weiß nicht, was das ist. Also ich glaube, es ist echt ein Kontaktfehler. Das will nicht. Und wieder ein bisschen zu schnell. Bei den Raildriver, den ich so noch habe, der ist noch von Aerosoft. Also was heißt Aerosoft, hat halt vertrieben. Aber das waren noch so Windows XP-Zeiten, seitdem ist er in der Verwendung. Und der ist eigentlich in ganz guten Shape. Ich mein, boah, also ein Label habe ich, das muss ich neu machen. Und eins ist Custom Made. Das muss ich noch austauschen. Also der hat das mit dem Microsoft Train Simulator vorher noch benutzt. Und da muss ich auf alle Fälle was anpassen. Unten das Panel mit den ganzen Shortcuts habe ich jetzt gerade handschriftlich gemacht. Das will ich mir nochmal in schön ausdrücken. Ja, schon wieder kein Fokus. Entschuldigung. Und das nächste, was ich mache, ist auf alle Fälle die Hupe. Weil die nervt mich extrem, dass der jetzt sofort reagiert. Beziehungsweise ich schnell nachhelfen muss, das mit Fokus ist kacke, aber es hat vermutlich eher dem bedingt, wie der Train Simulator anspricht und wie ich meine Aufnahmen mache. Aber ansonsten funktioniert eigentlich ganz gut. Ich werde auf alle Fälle nochmal den Gashebel neu kalibrieren, weil damit bin ich auch noch nicht so ganz happy. Wir hatten ein bisschen zu viel Spiel. Ansonsten ganz cool. Ich werde auf alle Fälle auf englische Züge umrüsten, also von den Labels her, was hier alles englisch ist. Ich meine, ABS ist hier momentan die SIFA vom Label her. Und solche Sachen halt. Aber grundsätzlich bin ich ganz zufrieden. Weil mir war schon klar, dass er nicht komplett funktionieren wird. Vor allem mit den Armstrong Powerhouse Zeugs. Aber es lässt sich fahren. Und ist besser als mit Tastatur. Das auf jeden Fall. Aber eventuell mache ich mal. Könnte doch sein, dass ich mir da die Shortcuts noch ausmache. Weil das kannst du ja customizen, die blauen Buttons umgehen. Also wenn ein Beispiel aber gerade vor sich hat, unten aus der 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 94, 96, 28 Buttons, die du frei belegen kannst.
Ja, ich glaube, allzu lange haben wir es nicht mehr, bis wir in London King's Cross sind. 13:59 sollen wir ja ankommen bei 7 Edge, Plattform 2 sind wir 7 Meilen. Ich hoffe, ich verkack's diesmal nicht. Da war ich echt froh. Ja, ich würde sagen, der Stop ist halbwegs okay. Bremsen könnte schöner sein. Bisschen weiter nach vorne. Aber ansonsten sind wir jetzt mal in den Limits. Bin zwar nicht komplett on time, macht ja nichts. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Wunderbar, bin erstmal glücklich.
Gut. Ja, noch einen halt, ne? Dann sind wir in King's Cross. Tja, King's Cross sollte ich echt nicht vermasseln, weil das ist ein Stumpfgleis dann. Da gibt's keinen Overrun. Das wäre echt fatal. Aber ja, ich glaube nicht, dass es passieren wird. 5 Cars. Ja. King's Cross, los geht's. 27 Meilen. Naja, 14:22 sollten ankommen. Ganz 20 Minuten. Dann haben wir den Part abgeschlossen. Aber puh. Ich glaube, das kommt in eine Fail-Compilation rein. Echt nicht gut. Ja, mit dem Rail-Driver müssen wir noch was überlegen. Vor allem mit der Hupe. Weil ich finde es echt doof, dass ich den Controller für die Hupe, der kann ja nach vorne und nach hinten, macht aber genau den gleichen Sound. Und ich muss eigentlich den Button für die Bell drücken, also sprich Bell ist der da, damit ich den anderen Ton kriege. Und der eigentliche Horn-Button, beziehungsweise Hebel, bei der da, und der kann in zwei Richtungen, der macht aber in zwei Richtungen immer das gleiche. Reagiert echt schlecht. Das nervt mich. Ich würde gerne hoch und tief gerne kombinieren mit Einhebel und vor allem, dass er auch direkt reagiert.
Ladies and Gentlemen, bald sind wir in King's Cross, noch 7 Meilen. Irgendwie verkack's nicht. Wird's gerade echt schlimm. Hui, hui, hui. Also ich weiß, da habe ich jetzt gerade zu viele geköpft bei der Fahrt. Jo, gleich sind wir da. Mal schauen, ob ich es verkacke. Aber ich gebe mein Bestes, nichts zu tun.
Ladies and Gentlemen, wir haben es geschafft. Wir sind bei London King's Cross angekommen. Und kann ich in die externe Kamera, kann ich auch den hier machen? Ja. Ja, was ein Ride. Also, Szenario auf jeden Fall nicht complete. Zwei Overruns, ein rotes Signal. Nein. Also, das ist eine 5. Klar, er sagt jetzt, ich hab's abgeschlossen, klar. Was ich irgendwie geschafft habe für Railworks. Aber ne, das war ein Fail und ich glaube, da stimmt mir zu. Das war furchtbar. Die nächsten zwei Stops habe ich halbwegs gut gemacht, aber overall, das war mein schlechtester Run mit dem HST. Also ja, liebe Leute, das war's. Teil 3, ich glaube, das werde ich nochmal neu machen. Das war einfach nix. Naja, damit wünsche ich was, gute Reise und bis auf den nächsten Trip. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Hier, bei mir bin ich hier. Unfug gemacht im Trail Simulator. Oder Trail Simulator. Je nachdem, wie auch immer ihr sagen wollt. Gute Nacht. Oder guten Tag. Je nachdem.